Stadt ist für mich ein unglaublich inspirierender Ort. Also Wahnsinn, mit einer unglaublichen Kraft, mit vielen, vielen Ideen, die auf einen reinkommen. Aber ich brauche immer wieder die Natur, um das sacken zu lassen, um die ganzen Inspirationen neu zu ordnen, um daraus was zu entwickeln, weiterzuentwickeln. Ich bin Tobias Boring, ich arbeite als Designer, ich arbeite als Konzepter und ich arbeite als Produktmanager. Die Firma PartyRent ist ein europaweit agierender Event-Supplier mit über 21 Standorten. Unsere Kunden sind Restaurants, große Catering-Unternehmen und Marken wie Mini. Ich bin am Standort Hamburg für den Bereich Design und Produktentwicklung zuständig. Das Entscheidende innerhalb des Designprozesses ist für mich die Kommunikation, weil letztlich arbeitet man immer in einem Team zusammen. Ganz viele Leute, alle haben ihre eigenen Bilder von einer Idee im Kopf. Und diese Idee zusammenzubringen, eine gemeinsame Sprache zu finden, das ist der Schlüssel zu allem. Also nicht nur innerhalb des Teams, sondern auch vor allem mit dem Auftraggeber, mit dem Kunden. Ich habe an der AMD Raumkonzept und Design studiert. Für mich war das Wichtigste dabei eigentlich immer der konzeptionelle Schwerpunkt des Studiums. Ich habe eine gute handwerkliche Grundausbildung des Designers mitgenommen aus dieser Zeit und vor allen Dingen gelernt, Ideen zu visualisieren. An der AMD finde ich ganz toll diese Studioatmosphäre, weil man eigentlich in einer kleinen Gruppe von, sagen wir mal, maximal 20 Leuten eigentlich vom ersten bis zum sechsten Semester einmal durchgeht und alles gemeinsam mitmacht. Also eigentlich das wandernde Studio, das mal bei diesem Kurs ist, mal bei jenem Kurs, mal in der Werkstatt. Ab und zu hat mal jeder auch nochmal seinen eigenen Schwerpunkt, aber man ist immer als Gruppe gemeinsam zusammen. Auf St. Pauli gibt es einen riesigen alten Flakbunker aus dem Zweiten Weltkrieg und wir planen aktuell, dieses Dach des Bunkers erstmalig öffentlich zugänglich zu machen und dort sollen Gemeinschaftsgärten entstehen. Wir haben Bereiche für aktives Gärtnern, wo es richtig so Urban Gardening, Community Gardening geben wird, wo Lebensmittel angebaut werden und natürlich ganz toll und ganz wichtiger Ort ist der Dachpark ganz oben drauf. Ich arbeite in diesem Projekt mit ganz vielen Architekten und Planern, Landschaftsarchitekten zusammen und es arbeitet eben halt für diese enormen Flächen eine Gruppe von über 50 Ehrenamtlichen in dem Verein Hildegarden und meine Aufgabe ist dabei jetzt die Koordination dieses partizipativen Entwurfsprozesses. Ja, seit meinem Studium an der AMD beschäftige ich mich ja eigentlich mit diesem Spannungsfeld zwischen Natur und Stadt und als ich das erste Mal eigentlich zu dieser Gruppe von Initiatoren dazugestoßen bin, war ich absolut begeistert, weil das wirklich eine unglaubliche Zukunftsvision ist für Natur in der Stadt.